Moin und hallo. Wie ihr seht, habe ich heute wieder den EQS dabei. Ich werde heute einmal vergleichen die beiden Möglichkeiten der Multimedia-Einheit. Dafür starte ich mit der Serie. Danach gucke ich mir dann den Hyperscreen an. Ich sitze jetzt hier im EQS mit den Serienscreens, sprich ein Zentraldisplay und ein Fahrerdisplay, so wie wir es aus der S-Klasse schon kennen. Was das alles kann, zeige ich euch jetzt gleich einmal, bevor wir uns nachher den Hyperscreen angucken. So, damit wir auch was sehen, werde ich das Fahrzeug einmal starten, was uns direkt auffällt. Klassisch hier der Knopf, das sehen wir nachher beim Hyperscreen, da ist er nämlich woanders. Dann sehen wir gleich, wie die Bildschirme hochfahren, unabhängig voneinander, einmal der Fahrerbildschirm und starten wir einfach mal mit dem Fahrerdisplay. Das können wir nach wie vor, wie bei all unseren Fahrzeugen, über den Touch-Control-Button am Lenkrad, und zwar dem linken, steuern, so wie wir es vorher auch schon kannten, durch rauf und runter wischen. Auch hier haben wir die Home-Taste im Endeffekt, wo wir dann noch verschiedene Displays einstellen können, wie zum Beispiel die Navigation komplett einfach ins Display spiegeln. Oder Assistenzsysteme anzeigen lassen. Oder darüber können wir auch das Head-Up-Display steuern. Alles über diesen einen Button, so wie wir es aus unseren Fahrzeugen vorher schon kannten. Kommen wir jetzt zu unserem Zentraldisplay. Das kennen wir im Prinzip schon aus der S-Klasse, deutlich größer als die üblichen MBUX-Fahrzeuge. Viele Knöpfe weggefallen, im Prinzip nur noch den Touchscreen zur Bedienung. Und hier können wir dann Einstellungen treffen, wie zum Beispiel Komfort oder Ambiente-Licht ändern. Ganz einfach per Touch, wie man es im Prinzip auch auf dem Smartphone macht. Wir können noch mehrere Einstellungen natürlich treffen, ob es jetzt die Assistenzsysteme sind, ob es Fahrzeugeinstellungen sind, Lichteinstellungen. Genauso können wir natürlich die Radiosender einstellen. DAB-Radio serienmäßig in all unseren Fahrzeugen. Machen wir mal leise, damit ihr mich wieder versteht. Und so weiter und so fort. Natürlich EQS, EQ-spezifische Einstellungen, wie Reichweiteneinstellungen. Cooles neues Feature im neuen EQS. Dass wir hier im Prinzip Reichweitenempfehlungen haben, sind im Prinzip Empfehlungen, wie wir die Reichweite am Fahrzeug nochmal verlängern können. Durch einen einfachen Druck im Prinzip auf die einzelnen Symbole verstellt das Fahrzeug das dann komplett automatisch. In dem Fall geht jetzt der Bildschirm aus, um einfach noch mehr Energie zu sparen. Das Ganze können wir natürlich aber wieder rückgängig machen, damit wir auch hier wieder die individuellen Einstellungen spielen können. So viel zur Serie, die ich persönlich sehr beeindruckend schon finde. Geht aber noch eine Stufe besser, werden wir gleich sehen mit dem Hyperscreen. Da wird der eine oder andere Knopf nicht mehr da sein, wo ihr ihn jetzt gesehen habt. Einfach, weil der Hyperscreen natürlich direkt ins Board integriert ist. Und ja, wie gesagt, lasst euch überraschen, wir sehen es gleich. So, wir sitzen jetzt im zweiten Fahrzeug. Wie ihr seht, ein riesiger Hyperscreen, der sich über das gesamte Cockpit ausbreitet. Was auch auffällt, Startknopf, der sonst hier sitzt, ist gewandert, genau wie die Leiste unter dem Zentraldisplay. Das sitzt jetzt nämlich alles hier auf der Höhe. So, damit ihr hier natürlich auch seht, wie das Ganze aussieht, werde ich das Fahrzeug einmal starten. Dann seht ihr, wie im Hyperscreen die drei Monitore hochfahren in dem Fall. Format hat sich ein bisschen geändert. Zentraldisplay ist etwas größer geworden. Von den Ausmaßen her. Ansonsten haben wir aber, wie gesagt, Zentraldisplay, Fahrerdisplay und das Beifahrerdisplay. Fangen wir wieder an mit dem Fahrerdisplay. Hier ändert sich in der Einstellung natürlich nichts. Auch hier weiterhin über den Touch-Control-Button und die Home-Taste am Lenkrad die ganze Geschichte einzustellen. Auch hier haben wir dezent, sportlich oder die Navigationskarte zum Beispiel. Auch hier weiterhin die Einstellungen des Head-Up-Display. Hier haben wir sogar zusätzlich noch das Augmented Reality fürs Head-Up-Display.
wo wir Einstellungen treffen können. Auch hier Assistenzsysteme hinterlegt. Also wie man sieht, man muss sich hier nicht umgewöhnen, nur weil man auf einmal voll im Hyperscreen sitzt. Genauso das Zentraldisplay. Wie ihr seht, das gleiche Bild, wie wir es eben auch schon in einem anderen Fahrzeug hatten. Über die Home-Taste die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Ob es jetzt die Smartphone-Integration ist, ob es jetzt die Apps sind, die Einstellungen, Lichteinstellungen, die wir auch hier haben mit dem Ambiente-Licht, einfarbig, mehrfarbig. Da ändert sich von der Bedienung her nichts. Ja, nur, dass alles ein bisschen größer ist. Sieht auch echt beeindruckend aus, kommt auch nochmal dazu. Allein schon dieses ganze Display über das gesamte Cockpit hin, wie es sich anschmiegt ins Cockpit, wirklich eingearbeitet ist. Sieht schon gut aus. Große Änderung ist jetzt natürlich, wir haben einen dritten Bildschirm. Der befindet sich auf der Beifahrerseite. Dafür werde ich gleich einmal rüberhüpfen und dann zeige ich euch, was da noch so alles geht. Ich sehe jetzt das auf der Beifahrerseite. Wie ihr seht, auf dem dritten Bildschirm sehen wir jetzt noch den Vision Avatar, unser Konzeptfahrzeug. Wir schalten jetzt den Bildschirm ein und wie ihr seht, hier die gleichen Funktionen, die wir im Prinzip auch über den Zentraldisplay haben. Das heißt, auch hier können wir uns die Navigation anzeigen lassen, können diese auch steuern, dann ist der Fahrer damit nicht beschäftigt. Genauso können wir auch Telefone koppeln, Radio hören, Komfort, Einstellungen oder sonstiges. Den Vorteil, den wir jetzt bei diesem Fahrzeug haben, ist, wir haben eine Massagefunktion. Die können wir auch vom Beifahrersitz aus steuern. Das mache ich jetzt einfach mal. Und dann seht ihr im Zentraldisplay, dass dort ebenfalls das als Shortcut quasi einmal angezeigt wird. Und der Fahrer somit auch Kontrolle darauf hätte. Bei den Memory-Sitzen können wir natürlich noch eine ganze Menge mehr spielen. Wir können die Lordosen verstellen. Von bis merkt man dann auch sofort die Veränderung im Rücken, was sich dort verändert. Genauso die Seitenwangen. Auch die Heizeinstellung, die Heizbalance können wir verstellen. Ob es jetzt nur den Rücken soll, Rücken und Hintern oder nur das Gesäß. Das kann man alles verstellen. Und so weiter und so fort. Und auch als Beifahrer ist es uns möglich, zum Beispiel das Ambientelicht zu verändern und somit für eine andere Stimmung im Fahrzeug zu sorgen. Also wie ihr seht, Einstellungen identisch mit denen des Zentraldisplays. Das heißt, Beifahrer kann im Prinzip dann auch für sich quasi, was weiß ich, arbeiten oder sonstige Geschichten. Das war unser Vergleich. Multimedia-Einheiten im EQS, Serie Hyperscreen. Ich persönlich finde den Hyperscreen wirklich beeindruckend. Wie seht ihr das? Lasst gerne einen Kommentar da. Ist es ein Must-Have? Oder reicht euch vielleicht die Serie? Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.